Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Manhattan-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest du noch nicht Teil der Crew sein, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Bei dem Adventskalender haben viele von uns, glaube ich, einen richtigen Schnapper gemacht. So auch Nicole von Chiquitas Place. Ihr Video geht auch jetzt gerade online, also schaut gerne mal auch ihr Video für eine zweite Meinung an. Denn normalerweise kostet der 39,95, aber bei Rossmann konnte man den irgendwie für 20 Euro kriegen. Und wenn man dann noch über die App bestellt hat, für 16 Euro. Das ist der Hammer, ne? Da Manhattan nur Make-up-Produkte so auf dem Markt hat, gehe ich davon aus, dass wir auch einen reinen Make-up-Adventskalender hier vor uns haben. Mal gucken. Also es ist ein Kläppchen-Adventskalender, der erste, den Manhattan je rausgebracht hat. Und ja, also sehr simpel erstmal gehalten, aber trotzdem recht schön vom Design, oder? Das Inlay ist übrigens wie so ein Eierkarton, dementsprechend auch richtig toll im ganz normalen Pappmüll zu entsorgen. Ne? Am 1. Dezember bekommen wir Lasting Perfection Mega Matte All Day Wear, ein Liquid Lip Color in der Farbe 110 Shopping in Soho. Also wirklich ein sehr kühler Roséton, den ich persönlich auch sehr schön tragbar finde. Und ich glaube, viele freuen sich auch, dass das drin ist. Ne? Gucken wir mal weiter. Ah ja, stimmt. Lidschattenpaletten ist ein bisschen schwierig bei Manhattan. Monos haben die reingepackt. Da habe ich am 2. Dezember den Multi-Effekt Eyeshadow in der Farbe 96Q Schock-Schock-Kiss. Das ist so ein dunkler Ton, der schon fast pflaumemäßig aussieht, würde ich jetzt mal so sagen. Ich kenne die Mono-Lidschatten von Manhattan so nicht. Werde ich auch nicht kennenlernen, weil der wird weiter wandern. Alles, was Mono-Lidschatten ist, sammle ich, mache daraus einen Adventskalender und verlos das. Ne? Ich glaube, das ist alles in Originalgröße hier im Adventskalender. Ne? Denn selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier habe ich einen Eyeliner drin, den Amazing Dip Eyeliner in der Farbe 001 Black. Das ist halt so einer, genau, da hier oben ist quasi der zum Dippen und unten ist wie so eine Art Tintenfass. Und damit kann man sich dann einen Eyeliner ziehen. Also nicht schlecht, Herr Specht. Hier haben wir die Nummer 4. Und da befindet sich ein Nagellack drin. Klar, Nagellacke hat Manhattan auch und zwar richtig schöne. Up to 10 Days Last and Shine in der Farbe 060 Bare Affair. Das ist so ein Weiß, aber ich würde sagen, dass das einen ganz leichten rosa Einstich hat. Wobei, nee, wenn ich das jetzt so richtig gegens Licht halte, ist es komplett weiß. Und ich glaube, viele finden das sehr schön. Ich habe mal Ewigkeit nach einem richtig weißen Nagellack gesucht. Am 5. Dezember haben wir auch was für die Augen. Cha Cha Choco, ein 96W Manhattan Amazing Cool Kajal Eyeliner. Also das ist nicht so ein Klassiker, also so ein richtig schwarzer, ne, sondern das ist ein richtig dunkles Braun. Und ich hätte mich damals, als ich ganz viele Kajalstifte getragen habe, hart drüber gefreut. Mittlerweile bin ich halt eher so in dieser Region unterwegs, also mehr Richtung Dip Eyeliner. Auch sehr, sehr mag ich. Am 6. Dezember für uns Nikolaus haben wir ein Supergel Nail Polish drin. Das ist Schritt 1, also ich würde es als zweiten Schritt verwenden, in der Farbe 285 Seductive Red. So ein richtig schönes, dunkles Kirschrot. Also ich würde da drunter tatsächlich noch einen Basecoat machen und darüber noch einen Topcoat. Aber eine sehr schöne Farbe. Also die müssen noch ein bisschen daran feilen, dass die Produkte auch drin bleiben. Am 7. Dezember springt mir dieser Multi-Effekt Eyeshadow entgegen. Und zwar ist das in der Farbe 101C Ice Ice Baby. Und zwar erstes Eis wie ICE, also Eis, Eis, Leckeis, ne? Dann Eis wie die Augen. Baby, das ist ein süßes Wortspiel. Kann jeder gebrauchen, so eine Farbe, weil das halt so ein schöner Basis- oder Ausblendton ist. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und wie schön ist diese Farbe? 970 Beginners Luck, also das ja, Anfängerglück quasi. Es ist ein wunderschöner Petrolton. Wunderschönes Grün, mag ich. Knallt nicht so hell, aber es knallt aufgrund von Farbe großartig. Aber wir haben jetzt schon den dritten Nagellack. Für mich persönlich wäre das jetzt so, dass ich sagen würde, Schluss jetzt, ne? Nicht mehr als 3 Produkte von einer Kategorie. Mal gucken, wie der Manhattan Adventskalender das so macht. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Lippenstift freuen. Die sind gut, da müsste ich auch einen von haben. In der Farbe 890 Lasting Perfection Satin Lipstick Alarm. Entschuldigung, ich musste da an ein Erwachsenenvideo denken. Ja, so schaut das von der Umverpackung her aus. Und von innen ist es halt ein richtiges Rot. Es ist ein Weihnachtsrot. Ein absolutes, wunderschönes, sattes Weihnachtsrot. Toll. Und in der Nummer 10 darf es mit dem dazu passenden Lip Liner weitergehen. Und die sind sehr, sehr gut. Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner ist hier in der Farbe
24 Red Diva, definitiv. Und das ist so ein hochdrehbarer, ne? Die finde ich auch immer sehr schön, wenn die halt nicht anspitzbar sind, sondern hochdrehbar. Das mag ich auch sehr, sehr gerne verwenden. Also mega, mega, mega cool. Vor allem, dass es halt auch so direkt hintereinander drin ist und sich so ergänzt, ne? Schön. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält einen Supergel-Topcoat. Sehr gut. No UV-Light. Also das kannst du einfach so normal auftragen. Und da sind 12 Milliliter drin, also dementsprechend dann auch wieder eine Originalgröße. Werde ich mal ausprobieren. Ich bin ja bislang immer so mega Essie-Fan, ne? Dass ich diesen geswirlten mag. Platinum-Effekt schlag mich tot. Den mag ich sehr, sehr gerne, aber vielleicht gefällt mir auch mal ein anderer ganz gut. Auch schön. Zur Halbzeit haben wir einen Highshine Lipgloss hier drin enthalten. In der Farbe 52N. Ist das echt deine Farbe? Das ist aber sehr unsexy, Mensch. Könnte bestimmt auch irgendwie, naja, egal. Auch da glaube ich, dass wir eine Originalgröße hier drin haben. So schaut der aus. Und das ist so ein rosa Schimmer. Aber auf den Lippen wird es dann wahrscheinlich einfach nur einen leichten Schimmer geben, ne? Sowas finde ich gut. Ja, erste Halbzeit ist auf meinem Tisch. Ich finde, es ist sehr, sehr nagellastig bislang, aber ansonsten ist es ganz gut. Also ich mag das. Klar, wir haben auch schon unser drittes Lippenprodukt. Das heißt, theoretisch müsste da auch der Ofen aus sein. Ist es aber sehr wahrscheinlich nicht. Ja, gefällt mir. Weiter. Meine Güte, farbgebunden, aber geil. Am 13. Dezember Maxi Blush haben wir hier drin enthalten in der Farbe 100 Exposed. Und den müsste ich auch noch haben. Ich hatte ja auch schon mal, glaube ich, ein Full Face Manhattan für euch geschminkt, ne? Und das finde ich ja richtig nice. Ein richtig schöner Herbstton. So ein bisschen rosenholzmäßig. Mag ich gerne leiden. Am 14. Dezember gibt es was aus dieser Clean & Free Reihe. Die mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Da hat bei mir bislang nicht so viel funktioniert, leider. Das ist der Clean Eyeliner Pencil in der Farbe 001 Pitch Black. Auch hier, ich glaube, wir haben hier komplett Originalgrößen drin. Wie geil ist das bitte? Da können sich so viele Firmen einfach mal eine riesige Scheibe von abschneiden. Wirklich mal, ne? Ja, finde ich gut. Ist ein Klassiker, der schwarze Kajal. Kann man gut gebrauchen. Und am 15. Dezember, die Farbe hatten wir aber eigentlich so ähnlich schon drin. Das ist schade, muss ich sagen. In der Farbe 730, Your Favorite 10, hier Last in Shine, bis zu 10 Tage, ne? Das ist halt auch wieder so ein Kirschrot. Ich halte mal den, den wir schon drin hatten, einfach daneben. Der ist ein Müh heller, aber ich glaube, auf den Nägeln siehst du da nicht so einen riesigen Unterschied. Schade, muss ich sagen. Also da hätten sie vielleicht wirklich eine andere Farbe reinpacken können, Aber wenn ich die Nummer 16 sehe, ist alles vergeben und vergessen, in Anführungsstrichen. Denn hier haben wir einen Soft Compact Powder in der Originalgröße drin. Natural Look in der Farbe 0 transparent. Das ist genau das, was ich immer wieder sage. Sowas in Adventskalendern. Perfekt. Perfekt geeignet, weil das kann theoretisch auch wirklich jeder Hautton tragen. Theoretisch, ne? Genauso Primer, transparente Augenbrauengele, keine Ahnung, Mascara, sowas, ne? Wir haben noch gar keine Mascara drin gehabt. Und ja, das ist richtig gut. Und vor allem eine Originalgröße. Hier unten kannst du es rausziehen, hast du nochmal eine Puderquaste drin. Eine Woche vor Heiligabend geht es nochmal an die Nägel und da sind dann diejenigen erfreut, die Farbe Leberwurst mögen. Die Farbe 027 Sweet Dreams ist hier. Ja gut, eine Leberwurst, die vielleicht schon ein paar Tage offen ist. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ein richtig krasser Nude-Ton, für mich gar nichts, aber ich weiß, manche von euch mögen das richtig gerne. Und Kathi zum Beispiel trägt so eine Art Farbe ja auch permanent als Neonail oder so auf ihren Nägeln. Also von daher, jeder wie er meint. Ich rede da keinem rein. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember traut sich dieser Adventskalender wieder ein bisschen was zu, und zwar ein bisschen Farbe. 004 Soft Orchard ist hier die Farbe von dem Clean & Free Clean Eyeliner Pencil. Das ist so ein wirklich geiles Apfelgrün. Also für mich ist es großartig. Nicht jeder fährt darauf ab, ne? Aber wie geil ist das bitte, dass die hier einen grünen Eyeliner reinpacken, grünen Kajal. Das ist so besonders und das feiere ich gerade hart, obwohl da schon der 1, 2, 3, 4. Augenstift ist quasi. Weißt du auch das? Die Nummer 19. Wie geil ist das bitte? Endless Day Eye Primer. Ein Eyeshadow Primer ist das. Richtig geil. 001 Universal ist hier die Farbbezeichnung. Sowas in Make-up-Adventskalendern. Liebe Firmen, das ist so, so gut. So, so wichtig. Können wir alle so, so gut gebrauchen. Und da freut sich doch jeder, der den Adventskalender auspackt, drüber, oder? In der Nummer 20 habe ich einen Lipliner drin, auch in einer sehr praktischen Farbe. Hatten wir noch nicht so ähnlich drin, nee. Und das könnte sogar zur Nummer 1 passen, wenn du so ein bisschen Ombre-Lippen machen möchtest. Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner in der Farbe 18 Rose Addiction. Ich glaube, den habe ich. Finde ich wunderschön, die Farbe, weil die halt auch, glaube ich, im Alltag sehr, 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 sehr einfach zu tragen ist. Und meine Erfahrung mit den Manhattan Lip Linern ist halt auch einfach, dass du dir den komplett draufgeben kannst und der hält und du musst da theoretisch nicht noch unbedingt einen Lippenstift drüber geben.
Weiter geht's im 20er-Bereich, die Nummer 21, okay. Jetzt nochmal in einer anderen Farbe, aber ein bisschen besonders. 94F Penny Brown Long Lasting Lip Liner. Das ist ein brauner, aber der hat hier auch noch so einen Schimmer mit drin. Der ist nicht matt. Ist eigentlich ganz süß. Den kannst du wahrscheinlich auch nicht so gut kombinieren mit dem Lipgloss. Nein, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Zwei Lip Liner hintereinander finde ich persönlich aber nicht so cool. Und auch in der Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, haben wir eine Fassdopplung, weil die sehen sich eher sehr ähnlich. High Shine Lip Gloss in der Farbe 19L. Hier seht ihr, die Farbe kommt uns bekannt vor. Ne? Also das andere war ein bisschen mehr in die rosa Richtung. Hier haben wir ein bisschen was Gedeckteres, aber das ist schade. Das ist schon ein bisschen zu ähnlich. Vor allem auf den Lippen wird man es halt auch nicht so krass vom Unterschied her sehen. Krass, Leute. Also am 23. Dezember haben wir den Natural Bronzer drin in der Farbe 001 Sunlight. Mir passt der. Aber ich glaube, viele werden sich schon beschweren, weil ne, das ist schon, die beiden sind farbgebunden auf jeden Fall. Aber wenn du halt fair to light oder light bist, light to medium vielleicht auch gerade noch so, könnte dir das auch passen. Also das ist schon schön. Der ist aber auch ein wirklicher Bronzer. Ne? Das heißt, der ist auch ein bisschen wärmer unterwegs. Aber wie geil ist das? Wir haben Blush, Bronzer, Puder, Lidschatten, Nagelgedönsen. Wir haben hier quasi ein Full Face drin, Eyeshadow Primer. Und in der 24, da glaube ich, dass wir eine Mascara drin haben, denn die ist darauf abgebildet. Oh ja, und zwar eine, die ich, glaube ich, auch schon habe. Die hatte ich mal bei Lookfantastic bestellt. Manhattan Volume Up Extreme Black Mascara. Die hat so ein erdnussförmiges Faserbürstchen. Sehen wir auch direkt hier auf der Verpackung, ne? Und ich meine nämlich wirklich, dass ich die auch schon habe. Richtig, richtig, richtig cool. Also es sind alles Originalgrößen. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Würde ich jetzt mal so sagen, dass es alles Originalgrößen sind, ne? Und ich finde auch, dass dafür, dass es der erste Manhattan Adventskalender ist, haben die das so gut umgesetzt. Also als hätten die sich halt im Vorfeld mal angeschaut, was wird bei anderen Firmen, wenn die die Adventskalender ausgepackt bekommen oder so, ne? Halt so ein bisschen moniert, was vermissen die Leute vielleicht. Meiner Meinung nach hätte auf jeden Fall diese Doppelung mit dem roten Nagellack und auch die Doppelung mit dem, ja, Lipgloss quasi, ne, nicht sein müssen. Dafür dann noch irgendwie eine andere Farbe rein oder so. Ansonsten haben die das echt klasse gemacht. Muss ich wirklich sagen, du kannst dich theoretisch mit diesem Adventskalender komplett schminken, bis auf Make-up und Concealer, aber das ist vollkommen in Ordnung, finde ich, weil sowas gehört eigentlich nicht in den Adventskalender rein. Großartig. Was meint ihr? Sollte man hätten das gucken, das einzige Produkt, was mir persönlich gefehlt hätte, was auch so ein richtiger Allrounder ist, oder zwei Produkte, ist halt Primer und Fixing Spray. Das kann man immer gut reinpacken, meiner Meinung nach, ne? Aber das ist ja... Leute, ich vergleiche den mit Essence, mit Catrice, ich vergleiche den mit Trend It Up und mit Asam, ne? Und ich muss wirklich sagen, das ist der beste, den ich bislang gesehen habe, auch was die letzten Jahre angeht. Das ist richtig geil. Ich bin richtig glücklich. Ihr Lieben, was sagt ihr? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.